Der Masterplan Ladeinfrastruktur ausschließlich über Smartphone-App ist nicht zulässig. Dann reduziert sich die Förderbeträge um die Hälfte. Das sollte dann klar und deutlich sein. Wunderschönen guten Morgen, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Es ist wieder soweit, es gibt wieder ein kurzes Walkthrough-Video. Diesmal geht es um ein neues Förderprogramm, Ladeinfrastruktur vor Ort heißt es. Herausgegeben worden ist es vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und es geht wieder mal darum, mehrere hundert Millionen Euro rauszuhauen für noch mehr Ladeinfrastruktur. Und wir gucken jetzt mal rein, was uns hier erwartet. Los geht's. Mit der Präambel, ich habe hier mal die Richtlinie für euch heruntergeladen und mir ein paar Sachen markiert. Wir gehen jetzt nicht Seite für Seite durch und Text für Text, sondern ich habe die wichtigsten Dinge für euch rausgesucht. Los geht's mit der Präambel, in der steht, sehr schön, Elektrofahrzeuge leisten einen wichtigen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen, zur Erreichung der Klimaschutzziele, zur Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen. Und die Stärkung der Elektromobilität hat volkswirtschaftlichen Nutzen und stärkt den Transformationsprozess zur Automobilindustrie. Klare Worte, die hier stehen. Und wenn ihr irgendwo mal Probleme habt mit eurem Bürgermeister oder mit eurer Gemeindeverwaltung, Stadtverwaltung, Bezirksverordnetenversammlung, was auch immer, die irgendwie nicht verstehen, warum wir eigentlich das ganze Thema E-Mobilität machen, verweist sie doch einfach mal auf diese Präambel. Das sollte dann klar und deutlich sein. Der Masterplan Ladeinfrastruktur sieht vor, dass bis Ende 2021 zusätzliche 50.000 öffentliche Ladepunkte aufgebaut werden. Und um dieses ganze Thema der Ladeinfrastruktur einen großen Schritt voranzubringen, gibt es jetzt dieses neue Förderprogramm, das nämlich ganz speziell auch periphere und suburbane Räume betrachtet. Also sprich, schlicht und ergreifend das, wo bisher nicht so stark gefördert wurde. Das wäre zum Beispiel der Standort, an dem ich hier bin. Eine Vorortgemeinde von Berlin, klar, suburbaner Raum, noch nicht peripher, aber suburban. Und hier haben wir zwar schon eine kommunal geförderte, aufgebaute Ladeinfrastruktur, aber an vielen Stellen, da hakt es eben einfach noch und da soll dieses Programm reingehen, in dem nämlich kleine und mittelständische Unternehmen gefördert werden, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Es geht um Stadtwerke, es geht um kommunale Gebietskörperschaften, insbesondere Unternehmen des Einzelhandels, des Hotel- und Gastgewerbes, die sind speziell angesprochen, an die adressiert sich dieses Förderprogramm ganz speziell und da denke ich natürlich sofort an sowas wie zum Beispiel Aldi, Lidl, Netto und Co., die jetzt hier sich mal angesprochen fühlen sollten, endlich mal Gas zu geben, ganz speziell natürlich Aldi Nord und vor allem die anderen Discounterketten, die sich bisher hier noch ein wenig elegant zurückgehalten haben. Aldi Süd und Lidl ist ja schon sehr kräftig in Vorleistung gegangen. Die haben natürlich auch andere Förderprogramme bisher benutzt. Förderziel und Zuwendungszweck wäre jetzt hier der zweite Punkt. Warum soll das alles gemacht werden? Es gibt eben Anforderungen aus dem Europäischen Parlament, speziell die hier genannte Richtlinie 2014/94 EU. Und natürlich auch den Klimaschutzplan der Bundesregierung und den Masterplan Ladeinfrastruktur, die einen flächendeckenden und vor allem auch bedarfsgerechten Aufbau von Normal- und Schnellladeinfrastruktur vorsehen und zwingend voraussetzen. Ganz wichtig ist, wird auch hier in diesem Absatz nochmal gesagt, dass gerade Zielorte wie zum Beispiel Einzelhandelseinrichtungen, Gaststätten, Freizeiteinrichtungen ganz besonders im Fokus stehen, hier eine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur aufzubauen. Natürlich auch zum Beispiel Hotel- und Gastgewerbe in Deutschland. Und bei denen ist es halt so, dass sie logischerweise durch die Pandemie, die seit Frühjahr letzten Jahres ja uns im Griff hat, natürlich Schwierigkeiten haben zu investieren logischerweise. Und hier soll dieses Förderprogramm eben einfach helfen, um mehr Ladeinfrastruktur zu schaffen, Infrastruktur oder Investitionen in Ladeinfrastruktur anzuregen, dass hier gemacht wird, um natürlich auch Kunden wieder an sich zu binden und zu holen, wenn denn die Ladeinfrastruktur besteht, um auch ein bisschen besser aus dieser Krise herauszukommen. Gerade der Einzelhandel sollte sich besonders angesprochen fühlen. Ich wiederhole das hier, denn hier gibt es eine hohe Zahl an Parkplätzen und natürlich einen sehr starken Zielverkehr, der dort ganz speziell hinfährt, um dort einzukaufen zum Beispiel und dann die Zeit zum Laden zu nutzen. Ja, das Ganze soll natürlich verpflichtend auf der Basis von erneuerbarer Energie stattfinden. Wir gehen mal ein bisschen weiter.
Die Rechtsgrundlage und die ganzen Begriffsbestimmungen, die überspringen wir jetzt einfach mal und kommen gleich zum Punkt 2, nämlich Gegenstand der Förderung, Errichtung, erstmalige Beschaffung und Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge mit mindestens einem fest installierten Ladepunkt einschließlich der dafür notwendigen Netzanschlusses. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen geschluckt, als ich gelesen habe, zwei Ladesäulen, drei Ladesäulen, das wäre eigentlich schon, glaube ich, ein bisschen zielführender gewesen. Na gut, ob das jetzt so ausreichend ist auf Dauer, das darf sehr stark bezweifelt werden. Miete und Leasing von Ladeinfrastruktur ist übrigens ausgeschlossen. Wer ist der Zuwendungsempfänger? Ich habe es gerade schon gesagt, hier ist es in dem Absatz 3 nochmal, Seite 4, glaube ich, ist das dann nochmal ganz speziell hervorgehoben. Insbesondere Unternehmen des Einzelhandels und des Hotel- und Gastgewerbes sowie kleine Stadtwerke und kommunale Gebietskörperschaften sind zur Antragstellung aufgerufen. Also nochmal, alle Einzelhandelsfilialen, Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, Netto, Norma, wie sie alle heißen, egal wie, alle Hotels, alle Gaststättengewerbe, alle Stadtwerke sind jetzt wirklich mal aufgefordert, hier aus den Puschen zu kommen und loszulegen. Das Gesamtvolumen beträgt erstmal 300 Millionen Euro. Wir erinnern uns daran, das war auch der Startbetrag zur Förderung der privaten Ladeinfrastruktur, das ja inzwischen schon zweimal aufgestockt wurde. Mal gucken, ob sie das hier auch machen. Was wird denn eigentlich gefördert und wie hoch wird gefördert? Das steht hier unter Punkt 5.2, nämlich Normalladepunkte. Also das sind Ladepunkte bis 22 kW, werden mit 80% bzw. maximal 4.000 Euro gefördert. Schnellladepunkte von 22 bis 50 kW werden bis maximal 80% und maximal 16.000 Euro gefördert. So, und das bedeutet im Umkehrschluss, dass HPC-Lader hier anscheinend nicht inbegriffen sind. Wir werden also, das ist zumindest mal meine These, überwiegend wieder die klassischen Triple-Lader dann aufgebaut sehen, bis maximal 50 kW. Ich denke, das ist erstmal so weit okay. Hier geht es ja nicht um superschnelles Laden. Hier geht es nicht darum, während des 20-minütigen Einkaufs das E-Auto wirklich komplett voll zu laden oder eine riesen Ladehub zu schaffen von 10-80%. Dafür sind diese Dinger nicht da. Wir wissen ja auch von einigen Einzelhandelsfilialen, wo es schon Lademöglichkeiten gibt, dass die Ladezeit beschränkt ist auf 45-60 Minuten. Von daher kann man davon ausgehen, wenn man hier mit, sagen wir mal, vielleicht durchschnittlich 30-40 kW an DC laden kann, dann kann man schon einiges an Kilometern in der Einkaufszeit hier einladen. Gefördert wird auch der Netzanschluss der Standorte. Ihr könnt das hier sehen, ans Niederspannungsnetz bzw. ans Mittelspannungsnetz werden mit jeweils 10 bzw. maximal 100.000 Euro gefördert. Und sollte das Ganze in Kombination mit einem Pufferspeicher passieren, dann gibt es dafür auch eine Förderung. Das ist natürlich ganz spannend, dass das hier gemacht wird. Technische Anforderungen wäre der 6.2. Die Ladesäulenverordnung ist hier sozusagen in der gültigen Fassung sozusagen der Unterbau für die technische Mindestanforderung. Das heißt, wir werden hier überwiegend Typ 2 und CCS-Anschlüsse sehen. Eich- und Messrecht muss natürlich eingehalten werden. Preisangabenverordnung, da kommen wir gleich zu, muss auch natürlich eingehalten werden. Vertragsbasiertes Laden muss auch möglich sein. Das heißt also, dass ihr mit eurer Ladekarte eures Vertrauens dort dann ganz entspannt laden könnt. Sichere und zertifizierte Smartcards, Lesegeräte sowie sichere Smartphone-Apps, all das muss hier also auch möglich sein. Okay, prima. Mittels Roaming ist sicherzustellen, dass Vertragskunden regional agierende als auch überregional agierende Anbieter von Fahrstrom nutzen können. Wunderbar, das ist prima. Also der gesamte Blumenstrauß soll hier zum Laden ermöglicht werden, auch Ad-Hoc-Laden selbstverständlich. Und zum Ad-Hoc-Laden gibt es wieder die Möglichkeit, einerseits den Strom kostenlos abzugeben, was für viele Einzelhandelsunternehmen zum Beispiel sicherlich attraktiver ist, als wir vielleicht denken. Denn wer Strom kostenlos abgibt, der muss nicht unbedingt alle Steuern und Abgaben mitbezahlen. Der kann den Strom sehr, sehr günstig abgeben und dann vielleicht doch eher beim Einkaufen die Refinanzierung bekommen. Es kann auch mittels Bargeld in unmittelbarer Nähe des Ladepunktes bezahlt werden. Und es gibt natürlich die üblichen bargeldlosen Zahlungsvorgänge, die hier auch ermöglicht werden müssen. Das kennen wir von den anderen Förderaufrufen, also Debit- und Kreditkartensysteme über Kartenterminal, wunderbar.
kontaktlos, auch mit dem Smartphone muss das sein, browserbasiert muss möglich sein, kostenlos über mobile Webseiten muss möglich sein und auch gängige internetbasierte Systeme müssen zur Zahlung angeboten werden, mindestens in Deutsch und Englisch. Ja, das ist, denke ich, wieder der ganze Blumenstrauß. Ich hoffe sehr, dass mit Debitkartensystem dann auch die Girokarte gemeint ist. Das hatten wir ja, guckt euch dazu mal unser entsprechendes Video an, das wir mit der Initiative Deutsche Zahlungssysteme geführt haben. Dazu gibt es dort in dem Video noch ein paar interessante Informationen. Ja, und ansonsten ist es ganz wichtig, dass auch wenn, das steht hier in diesem Absatz, dass auch wenn dass der Strom kostenlos abgegeben werden muss, deswegen trotzdem jeder die Möglichkeit haben muss, diesen Ladepunkt gut aufzufinden, dass der Benutzungsstatus in der App angezeigt werden kann, sodass man also wissen kann, ob die Ladestation belegt ist oder nicht. Also dieses einfache Hinstellen und mal gucken, was passiert, das gibt es in Zukunft nicht mehr. Preisangaben, ganz wichtig. Ich will das Video möglichst kurz halten. Die Preistransparenz muss gewährleistet sein. Beim Ad-Hoc-Laden muss der Preis an der Ladeeinrichtung angegeben werden. Wenn der Preis sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt, zum Beispiel Kilowattstundenpreis, Startgebühr, was auch immer, dann muss das separat dort ausgewiesen werden. Und diesen letzten Satz, das Ausweisen der Ladekonditionen ausschließlich über Smartphone-App ist nicht zulässig. Also wir werden Preisaufkleber an den Ladesäulen sehen oder eben am Display. Wunderbar. Ein weiterer kleiner, aber wichtiger Schritt nach vorne. Die Ladeinfrastruktur muss insgesamt 6 Jahre so betrieben werden. Das ist die Mindestbetriebsdauer. Wunderbar. Der Strom muss aus erneuerbaren Energien kommen. Und ich habe diesen Absatz hier nochmal oder diesen Teilsatz hier nochmal markiert. Oder aus der Eigenerzeugung vor Ort, zum Beispiel Strom aus Photovoltaikanlagen. Und ich nehme mal an, dass das genauso gemeint ist, wie es jetzt auch im Merkblatt für die privaten Wallboxen steht, nämlich die Photovoltaikanlage muss nicht so stark sein, dass sie den Ladevorgang komplett selber versorgt, sondern es muss einfach vor Ort so viel Strom erzeugt werden aus der PV-Anlage, dass der abgegebene Ladestrom damit bilanziell abgedeckt ist. Also hier denke ich, hat man an die Discounter-Filialen gedacht, zum Beispiel, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und die ja nicht zwangsläufig für ihre Filiale mit Ökostrom versorgen. Und um hier also einen zusätzlichen Stromanschluss zu vermeiden, der ja wieder Geld kostet, wird man wahrscheinlich hier die Möglichkeit sagen, hey, pass auf, du hast hier eine Photovoltaikanlage von 99 kW auf dem Dach. Das ist ja bei vielen Filialen so der Fall in der Größenordnung. Und du kannst jetzt diesen Strom sozusagen bilanziell dafür verrechnen und musst dann eben nicht mehr einen extra Stromanschluss legen. Das, denke ich, ist ein Schritt nach vorne. Zugänglichkeit, das Ganze muss öffentlich zeitlich uneingeschränkt zugänglich sein, also 24/7, dann nur gibt es die volle Förderung, ist die ganze Sache beschränkt, zum Beispiel montags bis Samstag für 12 Stunden. Das wäre so vielleicht so ein Fall bei einem Discounter-Parkplatz, der mit Schranke versehen ist, dann reduziert sich die Förderbeträge um die Hälfte. Und wenn es also weniger als 12/16 ist, dann gibt es überhaupt gar keine Förderung mehr. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob wir bei einigen Discounter-Filialen, wo sowas aufgebaut wird, dann sehen werden, dass die Schranken verschwinden. Na, mal gucken. Ja, dann haben wir das Übliche, was wir schon aus der Ladesäulenverordnung und von vielen anderen Förderaufrufen kennen, nämlich das Sinnbild, die Flächenumrandung, die angebracht werden muss, dass man darauf verzichten kann, wenn man das Ganze gut sichtbar als Schild anbringt. Der Fördermittelgeber, das Logo muss auf der Ladesäule angebracht sein, das kennen wir auch. Und dann noch hier, wer zuständig ist und wie das Antragsverfahren läuft und so weiter und so fort. Bis zum Schluss. Ja, also Fazit von mir, wunderbar, dass es endlich so ein Programm gibt. Aus meiner Sicht ist es total überfällig gewesen, dass es endlich ein Förderprogramm dafür gibt. Das Einzige, was dann eigentlich noch fehlt, wäre das vom BDEW geförderte Förderprogramm für Mieter, Vermieter und Wohnungsbaugesellschaften, also praktisch im Geschosswohnungsbau, im Mehrfamilienwohnungsbau, auch hier Förderung zu geben, damit diese elenden Diskussionen endlich aufhören. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze soll, ich muss nochmal hochscrollen. Ich glaube, die Dinger müssen umgesetzt sein. Ich bin der Meinung, bis 20, jetzt muss ich echt mal schnell gucken. Ich bin der Meinung, ich habe gelesen, die Ladesäulen müssen umgesetzt sein bis 2022. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt. Das könnt ihr vielleicht auch nochmal in die Kommentare reinschreiben oder wir ergänzen es irgendwo noch als Texteinblendung, wenn ich es noch finde. Whatever. Also, wir hoffen auf eine schnelle Umstellung, auf eine schnelle Umsetzung, besser gesagt. Wir hoffen, dass der Förderserver beim BMWI möglichst schnell überquillt und wir dann ganz, ganz viele und ganz, ganz schnell den Rollout sehen werden, der ganz sicher von den entsprechenden
KMU-Unternehmen, also kleine und mittlere Unternehmen, auch schon mit Sicherheit vorbereitet ist. In dem Sinne, das soll es gewesen sein. Ein kurzer Blick in diese neue Förderrichtlinie. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einfach mal ein Abo und lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.